Hey Leute, wir haben 3 Uhr nachts und wir müssen jetzt zum Airport. Wir haben gar keinen Bock, wir haben nicht geschlafen und ja, was soll ich sagen? Es ist auf jeden Fall sehr mühsam. Draußen ist es ziemlich kalt und in Berlin wird es noch kälter. Und vor allem landen wir ja in Düsseldorf-Weeze, also eigentlich Niederrhein, in der Nähe von Venlo. Ihr kennt das bestimmt, wenn ihr Ryanair-Flüge bucht und nicht drauf guckt und Frankie heißt, dann wisst ihr, was es bedeutet, in Weeze zu landen. Zum Kotzen, echt. Naja, haut da rein. Wir fliegen jetzt, nein, wir fahren jetzt zum Flughafen. Schuhe Vagabond, Backpack, Super Kombi. Oh Mann. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin so müde. Wir sind jetzt am Flughafen und ich zeige euch mal unser Handgepäck. Ich hoffe, wir kommen damit durch. Ziemlich unrealistisch. Schaut euch das mal an. Also wir haben einmal den Rucksack, dann ein Backpack, eine Tüte, noch ein Backpack und halt mega viele Klamotten. Da stehen schon zwei Schlangen, einmal so Priority, Non-Priority und wir haben natürlich das Billigste genommen. Oh mein Gott, ich hoffe, es wird nicht teuer. So Leute, wir sind angekommen in Weeze am Airport. Und ganz ehrlich, das Ding hier ist so klein. Hier war ich seit 5 oder 8 Jahren nicht mehr. Deswegen haben wir uns jetzt hier so einen Mietwagen geholt. Und fahren jetzt nach Düsseldorf, holen ein, zwei Mitfahrer mit und dann fahren wir entspannt nach Berlin. Bin mal gespannt, du. Ja, Mann. Hier ist unser Wagen. Es ist arschkalt. Ja, und bis später. Haut rein. Wir sind gelandet. Yay. Ich freue mich einfach null, hier zu sein. Wir haben uns jetzt ein Auto gemietet, also schon vorgestern. Das ist das gute Stück hier. Ziemlich einfach. Das ist sogar älter als mein Auto. 2000er Jahrgang. Und der Flughafen hier ist halt so klein und der heißt Düsseldorf-Weeze. Und es gibt ja noch den Düsseldorf Internationalen Flughafen, wo wir eigentlich hin wollten. Und da war ja gerade ein Mann und wir haben mitbekommen, dass der eigentlich auch gar nicht hier sein wollte, sondern in Düsseldorf am internationalen Airport. Und ich erinnere mich hiermit jetzt selber, dass ich eine Rezension schreibe und sage, die müssen einfach den Namen ändern. Die können sich nicht Düsseldorf nennen, weil das ist nochmal 80 Kilometer entfernt oder so. Ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall sind es immer die gleichen Gefühle, die ich habe, wenn ich generell vom Ausland, insbesondere von Griechenland nach Deutschland fliege. Ja, wir haben auf jeden Fall eine sehr lange Tour vor uns. Es ist ultra kalt, es ist ultra grau. Es ist so hässlich. Aber kurz habe ich mich gefühlt wie in Twilight. Kennt ihr den Film Twilight? Den habe ich früher so krass gesuchtet. Das verleiht mir irgendwie so Twilight-Vibes. Ja, wir melden uns auf jeden Fall später nochmal. Hey Leute, na, wie geht's euch? Wir haben euch was zu erzählen. Stella, fängt mal an. Ja, das ist jetzt. Wie war denn das? Also, wir sind ja in Weeze Flughafen angekommen. Fehlerhafterweise, ne? Ja, genau, Wir das war ja wollten ja eigentlich woanders landen, aber wir haben das so richtig geschickt angetan. Warte. angestellt. Soll ich eine Einleitung machen? Ja. Machen wir noch. Also, Cut, nochmal neu. Hey Leute, wir haben euch was zu erzählen, was wirklich eine sehr, sehr gute Erfahrung ist. Also, wir sind ja in Weeze angekommen damals, also vor einer Woche. Und dann haben wir uns einfach im Mietwagen geliehen, ja? Naja, ja, sorry. Ja? Also wir haben ja mehrere Optionen durchgespielt, ne? Und es war alles zu teuer. Also ein Flug nach Berlin war zu teuer. Stimmt. Züge, 300 € ist klar. Nee. Ja. Und dann haben wir uns einen Leihwagen gemietet. Genau, den Leihwagen gemietet. Und das hat roundabout, sagen wir mal, 68 bis 70 € gekostet, was ja. an sich okay ist. Also immer noch billiger als ein Zugticket. Genau. Natürlich hat man so den ganzen Stress, ne? Man muss dann mindestens 6 Stunden nach Berlin fahren und so. Ja. Aber jetzt kommt der Clou. Genau. Wir haben dann einfach Mitfahrgelegenheiten selber gemacht, also alles in Blabla eingestellt. Und wirklich, wir sind gelandet und hatten nur einen einzigen Mitfahrer. Und aufgrund dessen sind wir dann tatsächlich nach Düsseldorf gefahren. Eigentlich von Weeze hätten wir nach Essen und Das ist ein Dortmund fahren minimaler müssen. Umweg, oder? Naja, du fährst schon in die falsche Richtung, runter der Karte Nach gesehen. Düsseldorf. Ja, aber Ja. autobahnmäßig fährt man schon so, das geht Ja. beides. Aber trotzdem haben wir das dann gemacht. Und auf diesem Wege, das war ja morgens um 9,
haben dann neue Leute geschrieben, hey, können wir mitfahren, kann ich mitfahren, bla bla bla, so. Ja, es lief auf jeden Fall richtig gut, wir hatten einige Anfragen. Ja. Und am Ende haben wir uns dann auf 3 weitere Leute eingelassen, das heißt, das Auto war voll, also sehr, wir waren sehr 5 voll. Leute, ja. Und jeder hatte natürlich noch Gepäck, ne? Ja. Mussten wir dann so ein bisschen Tetris spielen und die Leute, die bei uns im Auto saßen, ey, wir haben so Glück gehabt, ne? Ja. Das war, Also genau, da wollte ich einsteigen. Ja. Also es war einmal der Sascha. Sascha war ein Berliner oder ist ein Berliner, ja. Super cooler Typ. Wir haben die ganze Zeit gebabbelt. Also wirklich die ganze Zeit. Und weil Stella die einzige ist, die ihn hätte fahren können, hat er sofort angeboten, Stimmt. Ich fahr auch. Ey, ja. Der war so korrekt. Und dann der ist meinte der so, ich fahr voll gern, so genau. Kein Problem. Ich bin die erste Stunde gefahren, dann haben wir die erste Pause gemacht und dann meinte er so, komm, ich übernehme das Steuer. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, sag Bescheid, ne, wenn du keinen Bock mehr hast. Genau. Und der hat das durchgezogen. Ja, ne? Und das war halt so cool, weil der ist dann gefahren und hat dann natürlich auch mit uns geredet. Also er war einfach kommunikativ. So, und dann der zweite Typ, ja, der ist ja auch direkt in Düsseldorf eingestiegen. Das war einfach der Producer von Motrip. Ihr kennt bestimmt den Rapper Motrip und der ist aus Aachen und ich kenne ihn sogar auch. Und ich dachte die ganze Zeit, ich kenne sein Gesicht, aber so bekannt war er dann doch nicht. Es war nicht nämlich ein Producer, der aus Berlin war und der von Motrip früher die Beats produziert hat, sondern es war halt der aus Aachen. Und da hatten wir natürlich ganz, ganz viele Themen zu bequatschen. Ne? Ich mag Hip-Hop und Trap, er ist Producer von Hip-Hop und Trap, beziehungsweise Hip-Hop-Producer. Stella hört Hip-Hop und so und das ganze Auto war auf einmal wow, wir cool. Wir haben die ganze Zeit darüber geredet, so ja, kennst du das und so. Ja, und richtig. Und ja, also es war schon echt cool. Und dann war da noch ein anderer, ich habe den Namen vergessen. Ja, der war... Der ist, kam ja, aus... Ne, der ist zugestiegen, ja, ist in Dortmund. Ja, und stimmt. Der hatte nur noch 2% Akku und den mussten wir dann echt noch finden auf der Straße da irgendwie. Und das Auto war ja eigentlich voll und wir wollten den auch eigentlich absagen, aber komm, gutes Karma gemacht. So dachten wir, komm, den nehmen wir noch mit. Und der war eigentlich auch, der ist nach Deutschland genau, gekommen. Der kommt aus Tunesien. Genau. Genau, und hat echt gebrochenes Deutsch geredet. Also ja, der war auch sehr verunsichert, ja, bis ich dann mit ihm angefangen habe zu reden und meinte, ja, dein Deutsch ist eigentlich voll gut dafür, dass du es erst seit ein paar Monaten lernst. Und ja, dann und ist er auch allmählich mit uns warm geworden. Ja, und der ist ja gekommen, hier extra nach hier, weil Tunesien und Frankreich gespielt haben an dem Tag. Aber der hat die Uhrzeit vercheckt. Der dachte, um 18 Uhr ist das Spiel. Das war aber schon um 16 Uhr. Und hat deswegen, weil wir erst gegen 17.30 Uhr in Berlin ankamen, und wir sind ja am Flughafen angekommen, weil wir das Auto dort wieder abgeben mussten, haben wir ihn ja noch kostenlos mit nach Berlin Mitte geholt, also noch reingeholt, nach Neukölln, dass er jedenfalls noch seine Freunde besuchen kann, beziehungsweise da irgendwie auf irgendeine Art und Weise noch pünktlich kommt. Aber ich meine mich daran zu erinnern, dass Frankreich gegen Tunesien 3-1 gewonnen hat und somit einfach auch, ja, Tunesien da auch nicht viele Punkte genommen hat. Aber es war in der ganzen Situation, war das dort, trotz, dass wir halt den Tag davor so viel Stress hatten, keinen Zug gefunden, wir selber ja auch keine Mitfahrt gefunden haben. Ne? Wir sind ja so zweit dann, wir uns dann mitten in der Nacht um 3 Uhr dazu entschieden haben, diesen Leihwagen zu mieten für 70 Euro und selber zu fahren. Und das ist ja auch in der Tortur. Ne? Du fliegst ja von Griechenland nach Weeze, das ist ja auch morgens um 5 Uhr, wacht man auf, geht zum Flughafen. Und dann musst du auch noch fahren, also Stella, ja? Ne, wir haben halt eine Nacht durchgemacht. Genau. Und das ist halt auch so nervig, weil du weißt ganz genau, okay, morgen ist Abreisetag und du weißt ganz genau, du überspringst eine Nacht, dann ja, diese lange Fahrt, die du vor dir hast und dann kommst du in Berlin an und am nächsten Tag hast du dann auch schon volles Programm. Das ist, ja, dann bist du halt nicht so motiviert, aber ja, also wir haben auf jeden Fall Glück gehabt in der Konstellation. Ja. Zusätzlich hatten wir ein kleines, ja, ich würde jetzt nicht sagen Problem, aber das Auto bzw. die Bremse hat halt ganz schön geschliffen. Also es hatte einen ultra langen Bremsweg. Ja. Und aufgrund dessen haben wir uns bei der Autovermietung gemeldet. Wir sind nochmal hingegangen am BER-Flughafen, haben denen gesagt, dass die sich die Bremsen unbedingt mal anschauen müssen, weil das auch gefährlich werden kann, gerade wenn es irgendwie regnet und so. Und dann haben die uns einen Discount gegeben, beziehungsweise Geld zurückerstattet. Das waren 40 Euro. Das heißt, wir haben am Ende für die Reise nichts gezahlt. Ja doch, ein 30er. Klar, ein 30er haben wir bezahlt. 40, von 70 haben wir 40 versüttet bekommen und 30er mussten wir zahlen. Aber super geil einfach. Ja. Musst dir vorstellen, 30 Euro für den Leihwagen bezahlt, das ist einfach nothing. Ja, und von dem Geld haben wir uns halt einen Miles gemietet und sind dann wirklich nach Hause gefahren. Ja. Und ja, das war auf jeden Fall ziemlich entspannt und können wir nur weiterempfehlen. Ist halt ein bisschen sneaky, aber ja. Ja, deswegen, also Leihwagen mieten und dann Mitfahrgelegenheit einstellen, ist auf jeden Fall eine gute Option.
Und ja, und dieses Sharing ist auch eigentlich auch super geil. Also ich mache das eigentlich auch echt gerne. Ich fahre ja auch oft von Aachen nach Düsseldorf oder von Düsseldorf nach Berlin. Und wenn ich das selber fahre, habe ich immer Mitfahrer mitgenommen. Und jetzt war es mal die andere Situation, dass wir darauf angewiesen waren, Mitfahrer zu finden, weil das Paket wäre ja sonst gewesen, die 70 Euro mit, also das Leihwagen 70 Euro und nochmal 70 Euro Tank oder 80 Euro. Das sind dann 150 Euro. Dann hätten wir auch ein Zugticket kaufen können. Ne? Das war auch so bei 90 Euro pro Person. Und so hatten wir einfach ja, keine Ausgaben, hatten nur coole Leute kennengelernt. Und mit dem Sascha bin ich heute noch in Kontakt. Wir versuchen die ganze Zeit ins Kino zu gehen. Der wohnt halt auch in Neukölln, oder? Genau. Irgendwie so, also wir sind praktisch Nachbarn. Ja, und wir wollten Rheingold zusammen gucken gehen. Dazu haben wir ein Video jetzt gemacht, das kommt jetzt auch, ist schon draußen, weil es ist dasselbe, seht ihr auf jeden Fall in unserem Kanal. Geiler Kinofilm, sage ich euch, Rheingold, richtig fett. Aber wir gehen uns auch nochmal treffen die Tage, jetzt ist es mal Weihnachten und denkt mal vielleicht zwischen Weihnachten und Neujahr oder vielleicht sogar an Silvester, treffen wir mal diesen Sascha und trinken uns mal ein. Also Leute, bla bla, super Erfahrung, mit Leihwagen, super Erfahrung. Ja, auf jeden Fall. Ja Mann, haut da rein, schönen Abend euch, bis dann, ciao ciao.